Es geht noch weiter. Da sind jetzt lauter Bilder von. Wollte gerade sagen, normal, aber da hinten, das sieht vernarbt aus. Aber die hier sehen eigentlich normal. Naja, hier ist auch wieder vernarbt. Okay. Das leere Kinderzimmer. Mal richtig leer. Außer ein paar Teddybären. Puppen. Und da, was ist denn das? Willst du damit bitte aufhören? Hier ist ein bisschen was verbuggt. Hier bitte mal wieder raus. Einfach wahllos anfangen, diesen Raum hier zu drehen. Ist das jetzt das Ende? Oder kommt da jetzt noch was? Oder? Gott, ist das Haus hinüber. War alles so schön. Das ist vielleicht tatsächlich das Haus, wie es jetzt aussieht und das, wo wir durch waren, das war, wie es mal ausgesehen hat. Ja, das bringt uns ja nichts, wir haben ja keine Schallplatte dafür. Der eine Schrank ist weg. Immer noch abgeschlossen. Das Atelier abgeschlossen. Keller. Den könnten wir gehen. Das Zimmer können auch. Schrank auf. Ist kein Licht mehr drin. Ich glaube, die Fallen stehen alle wieder. Nicht weit. Da hinten steht das Klavier. So keine Beine mehr. Eigentlich ist es ja ein Flügel. Wenn es ganz genau nehmen möchte. Tisch ist auch kaputt. Kommen wir in die Küche. Dafür waren diese Duftbäumchen, aber. Hat er da jemanden eingemauert?
Möchte er mit diesen Duftbäumchen Leichengeruch überdecken? Weil er da jemanden in den Dings eingemauert hat? Komme nicht mehr raus. Ist leer. Warum kommen wir denn eigentlich nicht auf den Tisch drauf? Der ist doch eh hinüber. Flaschen stehen da drin. Was müssen wir denn jetzt machen? Wird langsam tatsächlich schlecht. Von dem vielen herumgucken. Da liegt ein Zettel. Sehr geehrter Herr, das ist eine Zahlungserinnerung, da Ihre Zahlung seit dem 26. Januar diesen Jahres überfällig ist. Anbei finden Sie eine Abrechnung für Ihre Unterlagen. Aufgrund Ihres Zahlungsverzuges wurde Ihre Bestellung storniert. Wir bitten Sie, die Zahlung innerhalb der nächsten 7 Tage vorzunehmen. Sollten Sie nicht in der Lage dazu sein, eine vollständige Zahlung zu leisten, bitten wir Sie darum, und zwecks einer neuen Zahlungsvereinbarung, die für beiden Seiten akzeptabel ist, zu kontaktieren. Sollten Sie unserer Forderung nicht nachkommen, sehen wir uns dazu gezwungen, rechtliche Schritte gegen Sie zu ergreifen. Mit besten Grüßen, Roland Ronald Wilkinson. Das erinnert mich jetzt ein bisschen an Silent Hill 4, The Room. Unser Protagonist auch eingeschlossen ist in seinem eigenen Haus. Er ist in seiner Wohnung. Jetzt war die Frage, was können wir denn jetzt noch machen? Immer erschreckt, als die Bilder wieder da ins Bild kamen. Ich frag mich bitte nicht. Ist alles kaputt. Schlüssel. Die einzige Tür, die abgeschlossen war, war unser Atelier. Liebste Gemahlin, ich weiß, dass die letzten Monate verheerend gewesen sind. Ich weiß, dass ich unterstützender hätte sein sollen. Fürsorglicher, selbstloser. Ich kann einige der Dinge, die du zu mir gesagt hast, immer noch nicht glauben.
Wahrscheinlich war ich einfach nie dazu bestimmt, ein großartiger Ehemann oder Vater zu sein. Ich dachte, dass ich ein großartiger Künstler sein könnte, aber auch dieser Traum ist ausgeträumt. In seiner Abwesenheit werde ich mein Bestes geben, um dich mit all der Liebe und dem Mitgefühl zu behandeln, die du verdienst. Du bist die Liebe meines Lebens, meine Muse. Du wirst diesen Brief niemals lesen. Es tut mir so leid. Ich glaube, das kommt wohl ein bisschen spät, diese Entschuldigung. Da ist nichts drin. Glaube ich. Ich gehe mal von dem aus. Irgendwie waren gerade die Frames voll schlecht. Nein, nicht da ein. Das ist der Schlüssel für diesen Raum. Nee. Wieso kann ich den immer noch nicht aufschließen? Ich will wissen, was da drin ist. Vielleicht hätte ich den aufschließen... Alter, jetzt fange ich mich schon wieder an zu drehen. Vielleicht hätte ich diesen aufschließen können... Oh, mit einem anderen Ende. Schön, kann schon wieder nur mein Atelier aufschließen. Ich nicht auf. Da liegt nichts. Die Lampe macht mich nur ganz fertig. Flaschen. Über Flaschen. Beginnt der Kreis nun wieder vom Neuen. Weil wir es wieder nicht geschafft haben, das Bild zu vollenden. Die Schränke sind wieder da. Die zerbrochenen Pinsel sind wieder da. Ich weiß, wie du dich fühlen müsst, verloren, alleine, hoffnungslos. Wahrscheinlich verdienst du das. Doch selbst für dich. Es gibt noch einen Ausweg. Einen Weg, um alles zurückzubringen. Das einzige Ding von Wert, das du jemals wirklich begehrt hast. Beende es. Ach, wie ich immer E drücke, wenn ich vorwärts laufen möchte. Ja, damit ist alles wieder auf Anfang. Vielleicht gibt es tatsächlich ein Ende, in dem wir das geschafft haben, was wir schaffen sollen. Und dann, damit haben wir dann alles wieder so auf Anfang gesetzt. Oder, also ich habe den Brief jetzt so verstanden. Du hast Scheiße gebaut. Du verdienst es zu leiden, aber du kannst das Ganze wieder rückgängig machen. Du kannst es wieder gut machen. Sozusagen, und wieder die Zeit zurückholen, die du so toll fandest, indem du das zurückholst, was du begehrt hast, indem er scheinbar wieder das perfekte Bild von seiner Frau malt, das für ihn perfekte Bild, weil wir haben jetzt in diesen Raum reingeguckt, die Bilder sahen ja nicht so aus wie in dem Moment, wo er dieses groteske Bild in diesen Raum reingeworfen hat, die sahen ja alle vernünftig aus, also vernünftig, normal. Fanmade Localizations. Das ist ja nett. Was hatte ich denn von dem Ende? Dominik Lemek hat die deutsche Übersetzung gemacht. Vielen Dank, lieber Dominik. Oder Dominik? Frau? Ja. Ich
weiß nicht genau, ob es jetzt daran wirklich gelegen hat, dass ich nicht so ganz auf der Höhe bin, dass ich jetzt deutlich weniger Angst gehabt habe. Oder dass es wirklich das war, dass einfach zu viel war. Einfach dieser Overflow an Schockern, an grotesken Bildern, an merkwürdigen Gegebenheiten, das einfach zumindest für mich so ein bisschen abstumpfend gewirkt hat. Ich meine, ich habe mich in diversen Abständen habe ich mich sehr unwohl gefühlt. Aber nachdem ich halt auch, also wo ich das erste Mal unsere, in Anführungsstrichen Frau, ich denke mal, es war unsere Frau gesehen habe, wo sie da durch den Gang geschlichen ist, da dachte ich erst noch so, ach du Scheiße, was wird denn das jetzt, ja? Dann ist sie uns ein paar Mal über den Weg gelaufen, hat so komisch vor sich hingezittert, ist ständig dieses Geheule, was dann irgendwann einem einfach nur noch auf den Sack gegangen ist und man hat gewusst, ja, okay, wenn da das Geheule ist, dann gehe ich da halt einfach nicht hin. Weil da sitzt sie wieder und wenn ich da wieder hingehe, ich meine, aber im Prinzip, was ist denn da passiert? Wir sind halt umgefallen. Die hat uns, das erste Mal, wo sie uns so richtig erwischt hat, es war, glaube ich, aber schon das zweite Mal, wo sie uns richtig erwischt hat, wo ich nicht damit gerechnet habe, weil sie. Entschuldigung, weil sie, uns, also hinter uns gestanden hat. Da, wo ich mich da richtig erschreckt habe. Aber im Prinzip, ich wusste dann nach zweimal, okay, sie greift uns an, wir fallen um, alles ist ein bisschen merkwürdig und es geht weiter. So. Das war das jetzt. Also, und ja, dann das Ganze mit den Puppen. Ja, mein Gott. Vielleicht habe ich mich auch einfach nicht mehr so richtig auf das Spiel einlassen wollen, weil ich gemerkt habe, ja, jetzt geht's eigentlich nur noch darum, dass der Spieler Angst hat. Ich meine, das sollte ja das ganze Spiel über, aber ich fand, in den ersten drei Kapiteln hast du halt wirklich noch diese ruhigeren Momente gehabt, in denen du dich wieder hast ein bisschen erholen können. Dann ist mal eine ultralaute Ratte an dir vorbeigelaufen. Dann gab es hier und da wirklich so merkwürdige. Du kommst in den Raum rein, alles ist gut. Entschuldigung, dass ich jetzt so viel gehe, aber ja, du kommst zum Beispiel in die Küche, alles sieht wunderbar aus, dann fallen halt mal so zwei Äpfel. Puh, ja Gott, dann passiert nichts weiter großartig. Plötzlich kommt das Messer, du drehst dich um und alles fängt an, in sich zusammenzufallen. Das war aber irgendwie so, das war am Anfang wirklich gut, aber dann war das einfach dieses Schema, das hat sich halt ständig wiederholt. Also, ich habe dann irgendwann auch nichts Neues mehr gesehen. Weil ich gesagt habe, so, oh ja, da ist jetzt irgendwie was ganz, wieder was richtig Neues, weil dann kam die Frau, das war nichts Neues mehr. Nach dem zweiten oder dritten Mal, gut, das Unterwasser war ganz nett, aber da habe ich ja nicht selber steuern können. Das war einfach nur so, ja, wir leiten dich da mal durch und zeigen dir halt irgendwas. Ich habe leider viele Sachen nicht gefunden. Wodurch mir vielleicht auch die Story einfach nicht so richtig klar geworden ist. Also, hätte ich das jetzt nicht mal Balkon geguckt, hätte ich jetzt nicht gewusst, dass zum Beispiel unsere Tochter eigentlich in einem Waisenhaus sitzt. Und ich weiß nicht, was ich noch alles verpasst habe, wo vielleicht beschrieben wird, was mit der noch passiert. Weil jetzt so von meinem Standpunkt aus, von dem, was ich gefunden habe, eigentlich weiß ich überhaupt nicht, was mit der jetzt ist. Ich muss mir mal kurz die Nase putzen, Moment. Ja, also was mit der ist, keine Ahnung. Was unsere Frau angeht, wir haben ja diesen einen Zettel gefunden, wo, glaube ich, irgendwas wegen der Schizophrenie drauf stand. Da hatte Yumirai gemeint, von wegen, ja, aber vielleicht betrifft es ja sie. Allerdings hatte ich jetzt weniger den Eindruck, dass unsere Frau schizophren gewesen ist. Sie wirkte in diesen Zetteln, die wir gefunden haben, relativ normal. Normal, wenn man bedenkt, was ihr auch passiert ist. Und scheinbar ist sie, da gibt es diese
Ah, ich weiß nicht genau. Hier gibt's eine Form. Ah, wie heißt denn das? Das kriegen manchmal Mütter, wenn sie ein Kind bekommen haben, dann kriegen sie so Depressionen. Wegen, weiß ich auch nicht, aber da gibt's dann irgendwie, sie bekommen dann extreme Depressionen nach der Geburt des Kindes. Ich weiß nicht mehr genau, ich hab's mal gewusst, wie das heißt. Das scheint sie vielleicht gehabt zu haben. Vielleicht auch noch extreme hormonelle Probleme. Ich meine, während der Schwangerschaft, da gibt es sowieso. Da ist es tatsächlich so, dass du Frauen haben kannst, wo du irgendwas sagst und dann brechen sie in Tränen aus oder werden total hysterisch oder sowas. Das ist dann der Hormonhaushalt. Ich kann mir gut vorstellen, dass es auch eine Weile nach der Geburt sich noch nicht so ganz reguliert hat. Ich weiß es nicht. Ich war noch nie schwanger. Da scheint sie Probleme mit gehabt zu haben, aber das hört sich halt für mich wirklich mehr an wie so Depression und nicht wie Schizophrenie. Er scheint mir extreme Probleme zu haben. Ich meine, er hat Alkohol bis zum Exzess konsumiert, also wo er dann tatsächlich auch bewusstlos geworden ist. Also schon relativ nah an der Alkoholvergiftung. Und das über mehrere Jahre scheinbar auch hinweg. Er hat dann entsprechend seine Arbeit nicht mehr richtig machen können. Also, entweder wurde er depressiv, weil er es mit der Arbeit nicht mehr geschafft hat, mit seiner Zeichnerei, oder nach dem Unfall seiner Frau, oder weil sie halt davor auch schon Eheprobleme hatten und er seine Probleme damit so ein bisschen ertränken wollte und er dann dadurch nicht mehr richtig zeichnen konnte. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn du mal so eine kreative Blockade hast. Wir hatten ja auch mal eine, so eine, wie soll man das sagen? Wo wir eine Tür aufgemacht haben, kam dann auch dieses kreative Blockade. Vielleicht hat er dann danach angefangen zu trinken. Dann gab es die Eheprobleme. Dann gab es auch noch diesen Unfall. Und er war ganz aus. Ich denke, es war für seine Frau mit Sicherheit schwierig, wenn ich mir überlege, dass die erst nach einem halben Jahr wieder einigermaßen einen Stift halten konnte und dennoch Schmerzen hatte. Man hat es nicht gesehen, bis zu welchem Exzess sie verbrannt ist. Man hat es dieses eine Bild gesehen mit ein bisschen Vernarbung im Gesicht. Kann auch gut sein, dass es die Hände schlimmer erwischt hat, weil man sie natürlich auch schützend bei einem Feuer so die Hände hochhält ins Gesicht und also kann durchaus sein, dass Teile ihres Körpers davon noch mehr betroffen waren. Dass sie natürlich da auch extreme Schmerzen hatte, dass sie auch nochmal nochmal irgendwie so in die Depression reingezogen wurde, dass dann auch dann die Tochter drunter gelitten hat. Die Frau hat sich ja scheinbar auch umgebracht. Also ich gehe mal davon aus, dass das Messer und die Badewanne sagen soll, dass sich da jemand die Pulsadern aufgeschnitten hat. Normalerweise ist es so, ja, ich bin jetzt hier voll der Selbstmordexperte. Nein, das ist einfach, weil man das auch immer mal wieder in Fernseher und sowas sieht, bei irgendwelchen Dokus oder auch ja, genau, in Actionfilmen selbst, man halt einfach in Filmen Pulsadern aufschneiden und dann entweder in einer heißen Wanne sitzen, also in heißem Wasser sitzen, weil dann das Blut schneller durch den Körper fließt und auch mehr und dadurch verblutet man schneller oder man hält einfach nur dann die aufgeschnittenen Arme ins Wasser, dass das Blut schneller rausfließt.
Ich gehe mal davon aus, dass das das heißen sollte. Ich muss sagen, in meiner ersten Aufnahmesession war ich viel neugieriger darauf, wie denn die Story so ist. Aber entweder habe ich nicht genug gefunden, oder es ist halt alles wirklich extrem vage und auch ein bisschen enttäuschend. Das Ende fand ich jetzt ein bisschen merkwürdig. Also mit dem kaputten Haus. Mit der verrammelten Tür. Also ich gehe davon aus, dass wir in einer Psychose festhängen. Und immer wieder versuchen, ein Gemälde zu erschaffen, das so sein soll, wie wir uns das vorstellen. Also das ist, was wir zuerst gesehen haben, bevor sie es verändert hat. Weil wir vermuten, vielleicht wollen wir es nicht ganz wahrhaben, dass das unsere Frau tot ist und wir glauben, wir schaffen das. Oder wir haben einen Vertrag mit dem Teufel geschlossen, so wie das bei Faust gewesen ist. Und der hat uns versprochen, wenn wir da irgendwas schaffen, dann kriegen wir unsere Frau wieder zurück. Und im Endeffekt lässt er uns da einfach immer nur wieder durch die Hölle gehen. Oder es ist tatsächlich unsere persönliche Hölle und wir sind eigentlich tot und durchleben sozusagen unsere ewige Bestrafung, indem wir das Gemälde immer und immer wieder malen müssen, indem wir immer und immer wieder an die Ereignisse von früher erinnert werden. Was ist denn jetzt eigentlich, wenn ich sage, bring es zu Ende? Muss aber auch wieder ganz von vorne anfangen. Ja, wollte ich nur wissen, es hätte ja sein können, dass wir vielleicht zwischendrin irgendwie noch was haben, aber dann fangen wir auch direkt da wieder an. Das ist jetzt hier ein bisschen anders. Nee, aber dann mache ich die Tür erstmal wieder zu. Das ist auch alles wie gehabt, ja. Alles wie gehabt. Ja, get it right this time. Aber wir haben unsere Collectibles noch. Das heißt, würde ich das in dem Stream spielen wollen mit euch zusammen, könnten wir dann einfach mit dem hier beginnen und dann versuchen, die restlichen Sachen zu finden. Gut, ich weiß allerdings immer noch nicht, von wem die Haut, das Blut, den Knochen, was hat man noch, die Haare, der Finger und das Auge war. Ich meine, wir haben doch alle Finger. Uns fehlt auch keine Gliedmaßen für den Knochen. Und im Spiegelbild sah es auch nicht so aus, als würde uns ein Auge fehlen. Also wem fehlen die Dinger? Ist das alles von unserer toten Frau? Sammeln wir tatsächlich Sachen von unserer Frau? Weiß das denn jemand? Ich meine, es würde Sinn ergeben, wenn wir ein Gemälde von, also, in Anführungsstrichen würde es Sinn ergeben, da wir ja versuchen, ein Gemälde, ein perfektes Gemälde von ihr zu malen. So wie sie scheinbar mal vor dem Unfall war. Allerdings würde ich dann als kritisches Auge denjenigen das anschauen lassen, der darauf abgebildet ist. Natürlich sehe ich mich immer deutlich anders und kritischer und bla. Gut, im Prinzip würde das auch irgendwie wieder Sinn machen. Allerdings, ja, so ganz. Ich habe mir auch vor dem Kauf natürlich Reviews durchgelesen von Steam
Und da finde ich es echt schade, dass man bei Steam nur positiv oder negativ bewerten kann, weil ich glaube, es gäbe auch sehr, sehr viele neutrale Bewertungen, weil es gab viele, die gemeint haben, so ja, Anfang war es echt gut, aber dann gegen Ende eher nicht so. Und so im Moment fühle ich mich auch. Anfangs fand ich es echt gut. Und dann fing es an, mir einfach ein Gruselmoment nach dem anderen reinzudrücken. Und dann war das eher so, oh, ja, es ist doch gut jetzt. Ich habe es verstanden, du bist ein Gruselspiel. Und diesen letzten Part mit dem Damenspiel, das hätten sie sich einfach sparen können. Ich habe den Sinn davon nicht verstanden, außer dass ich da jetzt nochmal irgendwie 10 Minuten mit verbracht habe und ich total genervt war von diesem dämlichen Geflüster. Und ja, schön, ich habe jetzt alle Räume nochmal angeguckt, die Küche, das Kinderzimmer, die Treppe, was auch immer die mir sagen sollte, das Badezimmer, alles schön und gut, aber ich habe den Sinn davon überhaupt nicht verstanden. Warum ich mir das jetzt nochmal antun muss, warum ich mir jetzt diesen Quatsch nochmal angucken muss. Weil tatsächlich, das fand ich wirklich Quatsch. Ja, das Spiel ist total durch, da braucht man sich groß drüber zu diskutieren, was die visuellen Sachen und so angeht. Es macht vieles richtig. Aber ich muss auch sagen, vor dem, wo ich mich dann, wenn erschreckt habe, waren es eher die Jumpscares. Und an einigen Stellen war es vielleicht ein bisschen arg übertrieben, weshalb sich mein Unwohlsein eher in, ja gut, gehen wir da jetzt halt mal einfach durch, geändert hat, weil es einfach zu viel war. Ich mag es mehr ein bisschen subtiler, mehr so ein bisschen hintenrum. Deswegen mag ich auch eher japanische Horrorfilme als amerikanische, weil amerikanische sind mehr so in your face, während die japanischen das so ein bisschen mehr auf die Psychoschiene drehen. Lea Sophia 4 war viel auf Psychoschiene, aber irgendwann einfach mehr so in your face. Aber ich fand es nett, dass wir immer mal wieder in Gebiete kamen, die wir schon mal gesehen hatten, aber dann irgendwie andere Türen aufmachen durften oder sie immer wieder ein bisschen anders ausgesehen haben. Das erste Mal, als ich die Tür zum Atelier geöffnet habe und dann in einem fremden Raum stand, war eher so, ach du Scheiße, was habe ich mir da jetzt angetan? Irgendwann, klar war das dann dasselbe Spiel in Grün, da hast du es halt einfach erwartet, dass dann hinter der Tür irgendwas anderes ist. Sie hätten vielleicht noch ein, zweimal diesen Moment machen müssen, dass jemand hinter der Tür steht. Ich meine, einmal ist sie rausgesprengt worden, einmal ist sie mit merkwürdigen Geräuschen umgefallen und einmal stand jemand dahinter. Ich hätte es tatsächlich gerne so gehabt, dass es vielleicht doch mehr mal jemand dahinter gestanden hätte oder irgendwas, sobald ich die Tür aufmache. Weil dann hätte ich auch mehr Angst gehabt, eine Tür zu öffnen. Ich meine, klar, so habe ich die Tür aufgemacht, plötzlich war da irgendwas, dann habe ich mich noch mehr erschreckt. Aber das war dann einfach so, ja, ich mache jetzt halt die Tür auf. Und dann, oh Gott, da war jetzt plötzlich irgendwas. Und dann machst du die nächste Tür auf, machst du Tür auf, machst du Tür auf, machst du Tür auf, passiert weiter nichts. Dann denkst du auch so, ja gut, nett gemeint, aber ja, danke. Was haben wir eigentlich, wie heißen die Kapitel eigentlich, die letzten? Berührung und Zeugnis. Okay. Finger und Auge. Auge als Kritiker, als Zeuge dessen, was man geschaffen hat. Berührung. Ich fasse normalerweise keine Gemälde an. Sehr gut, aber das war jetzt das Hauptspiel von Layers of Fear. Es tut mir wirklich leid, dass ich jetzt in den letzten zwei Kapiteln eigentlich so gut wie kaum noch Angst hatte oder mich erschreckt habe. Ich weiß, ihr mögt es, wenn ich mich erschrecke. Weil ihr so kleine Arschkrampen seid. Nein. Ich mag es ja auch lieber, wenn jemand ein Horrorspiel spielt und dann Angst hat, wie wenn er einfach durchläuft und nur seine dämlichen Witze reißt. Und ich würde sagen, ich gucke jetzt mal schnell, kann ich das, komme ich aus dem Gemälde raus? Ich möchte nämlich mal ganz kurz, oh, es ist mir vermutlich dann Fraps, ich mache mal Fraps aus. Wie viel Platz habe ich denn noch? Ich habe noch genug Platz, weil dann würde ich nämlich sagen, fange ich mit dem
DLC an. Und ich meine gelesen zu haben, dass sich das hier mehr um die Tochter drehen soll.